Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin sehr, 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 sehr happy. Ich bin sehr aufgeregt und ich bin sehr glücklich, dass wir uns heute gemeinsam hier eingefunden haben, um eine wunderschöne neue Make-up-Kollektion von Essence gemeinsam zu testen. Ihr habt es mit Sicherheit mitbekommen, Merve hat einfach eine komplette Kollektion mit Essence rausgebracht. Ich habe die Produkte alle hier und ich freue mich riesig, die Produkte auszuprobieren. Ich bin super, super stolz auf Merve. Kleine Anekdote, wir kennen uns, seitdem wir beide Social Media machen. Und wir waren damals in einer WhatsApp-Gruppe mit ganz, ganz vielen verschiedenen Mädels. Und zu sehen, dass sie diesen Erfolg hat, macht mich einfach sehr, sehr glücklich. Und ich freue mich, dass Essence ihr vertraut hat und sie diese wirklich wunderschöne Palette gemeinsam kreiert haben. Neben der Palette gibt es auch noch eine Lidschattenbase und ein Augenbrauengel. Und wir werden das Ganze heute testen. Nur weil ich Merve kenne und nur weil ich Merve mag, heißt das nicht, dass ich hier alles schön rede. Ihr kennt mich mittlerweile. Wenn mich etwas stört, dann sage ich euch das. Aber natürlich ist es einfach etwas, wo ich sage, ihr kennt mich. Ich setze mich hier hin und ich mache für jeden und jeden meiner Kolleginnen und Kollegen ein Video, so gut ich kann. Es sei denn, es gibt persönliche Ausnahmen. Freunde, ich freue mich riesig auf dieses Video und hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Tag. Wir fangen auch direkt an und wenn ihr neu seid, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Das würde mir am meisten helfen und bedeutet mir ganz, ganz viel. Und jetzt geht's los. Wir haben in der Kollektion mehrere Produkte. Die Lidschattenpalette, da kommen wir gleich zu. Ich zeige es euch aber schon einmal hier. Was ganz, ganz anderes habe ich so auch noch nicht gesehen. Erstmal, das Design ist wunderschön. Das ist so ein bisschen wie so ein Mosaik. Hier ist Essence Eyeshadow Palette. Bei mir haben wir selbstverständlich vegan und cruelty free. Und ich meine, sie kostet auch nur 9,99 €. Und das ist einfach... Ich weiß nicht, wie sie es hinkriegen, aber es ist krass, eine Palette für 9,99 € rauszukriegen mit einfach 18 Farben. Das ist iconic, das ist fantastisch. Und das Schöne ist, das ist nicht so eine klassische Aufklapppalette, sondern ihr könnt sie dreimal öffnen bzw. zweimal öffnen und habt dann hier den Spiegel. Ihr habt hier unten nochmal so eine Schutzschicht, die die Lidschatten selber schützt. Aber ihr könnt das Ganze auch einfach so zusammen machen, dann vor euch hinstellen und dann einfach reingehen und in den Spiegel schauen. Super, super schön, super durchdacht und auch die Farbanordnung ist was ganz Besonderes. Ich hatte nämlich, ich weiß schon eine Weile, dass Merve diese Kollektion gemacht hat. Ich habe es aber noch nie gesehen. Und ich habe mir überlegt, okay, was könnte Merve machen? Und schaut unbedingt bei ihrem Instagram-Kanal vorbei. Es ist einfach wunderschön und sehr ästhetisch. Und ich habe so gedacht, okay, so die Classics Brown. Aber ich dachte mir, okay, Grün kommt mit Sicherheit auch. Und als ich diese schönen Grün und Teal-Farben gesehen habe, dachte ich mir, mega, mega gut. Das erweitert die Palette einfach und macht das super spannend. Wir haben auch hier nicht einfach nur normale Schimmertöne, sondern viele verschiedene Texturen. Wir haben Matts wie den Ton hier in der Mitte mit so ein paar rosa Sparkles. Wir haben diese folierten und geflakten Lidschattentöne und dann die klassischen Schimmer- und Matttöne. Gefällt mir optisch sehr, sehr gut. Spricht mich tatsächlich auch an, weil das eine Palette so rund ums Jahr ist. Neutral, basic, aber trotzdem so weit erweiterbar, dass man damit viele verschiedene Looks machen kann. Offensichtlich benutzen wir heute die grüne Ebene. Es ist einfach eine Farbe, die mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Und bei braunen Tönen kann man nichts falsch machen. Ich swatch aber natürlich auch ein paar. Bevor wir weitermachen, starten wir mit der Vorbereitung fürs Make-up. Und zwar gibt es ein Augenbrauen-Gel oder ein Lamination-Style Brow Fixing Gel. Bin ich super gespannt. Ihr wisst, dass ich auf das Anastasia Beverly Hills Brow Freeze schwöre. Das ist halt sehr, sehr teuer und ich habe eine Alternative gesucht dazu. Ich habe aber noch keine gefunden. Dieses Got2B-Ding, das ist okay, aber andere Geschichte komme ich irgendwann mal zu. Schön, dass Merve und Essence es gemacht haben, kommt hier in einer durchsichtigen Verpackung auch angepasst an das Design von der Palette. Und ihr habt ein recht kleines Bürstchen und damit gehen wir jetzt einfach durch. Okay, geht sehr, sehr gut schon. Ihr seht sofort, dass die Haare direkt... Oh, wow. Okay, ich glaube, ihr seht den Unterschied direkt. Ich gehe auch immer erst von hinten nach vorne. Dann habe ich Produkt überall
Und dann kann ich die Haare in die Form bringen. Aber ihr seht direkt einen Unterschied, wie viel fluffiger und dichter die Brauer ist. Gefällt mir sehr gut. Ist nicht parfümiert, riecht jetzt aber auch nicht so unangenehm wie Sekundenkleber. Und ihr seht halt direkt den Unterschied. Wie lange es hält, werden wir gleich sehen. Ich werde das Ganze natürlich auch noch weiter ausprobieren. Aber First Impression ist schon erstmal gut. Es hinterlässt nicht so einen weißen Film wie das hier von Gatsby. Das ist halt das Problem bei dem. Wenn man zu viel benutzt, dann wird es halt einfach so. Es sieht dann aus, als hätte euch jemand auf die Haare. Na gut. Es sieht nicht schön aus. Aber das hier ist einfach durchsichtig und fixiert tatsächlich die Augenbrauen sehr gut. Und wenn das Ganze antrocknet, gehen wir auch gleich nochmal mit einem sauberen Spoolie durch. First Impression, aber sehr, sehr schön. Ich mache mir einmal ganz kurz die Augenbrauen so ein bisschen drauf. Ich benutze dafür jetzt einfach hier von Essence das Eyebrow Gel Color and Shape in der Farbe 01 Brown. Ist sehr gut, ist eine gute Alternative zu dem Anastasia-Ding. Es ist nicht ganz so stark pigmentiert, dass man Probleme hat, damit zu arbeiten. Funktioniert aber. Und ich brauche eh nicht mehr viel in meinen Augenbrauen, weil ich halt. Ich habe es neulich schon angesprochen, ne? Und ihr seid ein bisschen gespannt darauf. Oh, wow, die Augenbrauen. Mega. Okay, Merve. Ja, das. Also, ich sehe jetzt schon, das trocknet gerade an und die Haare bleiben so. Ihr könnt dann auch noch so ein bisschen durchgehen. Oh, I love that. Und dadurch, dass ich dieses Augenbrauenserum bzw. Wimpernserum auf meine Augenbrauen gebe, sind die einfach so dicht geworden. Und ich habe echt, ich bin bei sowas immer super skeptisch gewesen, weil ich gedacht habe, könnte ein bisschen. Oft sind so diese Augenbrauen und Wimpernseren Quatsch, finde ich. Aber ich sehe halt das Ergebnis gerade, vor allem die Länge hier, schaut mal. Also entweder das liegt am Alter. So wie so bei meinem Opa, der hatte auch immer so ganz, ganz lange Augenbrauen. Aber es ist halt einfach gut. Love that. Augenbrauen sind erstmal drauf. Es gibt ein Produkt, da bin ich sehr, sehr gespannt. Das ist die Super Coverage Eyeshadow Base. Und ich erinnere mich, dass Oscar mit Love auch eine rausgebracht hat. Die war aber weiß und war mir persönlich fürs ganze Auge zu weiß. Die ist halt sehr artistisch gewesen. Die von Merve hat ein bisschen Farbe. Ich gebe mir mal ein bisschen etwas auf meine Mischplatte. Die sind übrigens auch bald wieder verfügbar. Müssten morgen oder übermorgen kommen. Sind dann bei mir im Shop. Habe ich hier einmal raufgemacht und es hat so eine leicht cremefarbene Färbung. Also nicht ganz weiß und ich finde, das sieht dann nicht immer ganz so hart aus. Okay, ich habe euch ein Stückchen näher rangeholt, damit ihr das Ganze erkennen könnt. Also Augenbrauengel gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Kann ich mir auch gut für Babyhaare vorstellen hier oder ich habe, muss ich euch erzählen, es tut mir leid, ich habe auch ein Haarserum probiert, weil ich bin mittlerweile an dem Punkt angekommen, wo ich gesagt habe, okay, entweder es hilft nur noch Istanbul oder ein Serum. Und ich habe mich erstmal für Serum entschieden. Und tatsächlich kommen hier so ganz, ganz kleine Härchen wieder. Ich weiß nicht, wenn ihr hier so einzelne Härchen seht, it's this. Ich teste es weiter. Vielleicht ist es auch einfach nur hormonell bedingt. Egal. Ich gehe jetzt einfach hier mit lang und schneide mir damit erstmal meine Augenbraue aus. Okay, der Kraft ist da. Und es sieht jetzt auch recht hell aus. Aber schaut mal, ich komme extrem weit damit. Okay, Blank Canvas, extreme Deckkraft, das ist noch ein bisschen feucht. Ich lasse das mal kurz antrocknen und gehe dann mit dem Schwamm rüber. Aber ihr seht, glaube ich, direkt die Deckkraft, also Super Coverage ist gut. Und falls ihr hell seid, könnte das auch was sein als Concealer. Ich bin jetzt nicht nochmal reingegangen, ne? Also ihr seht, ihr könnt auch dann noch eine zweite Schicht benutzen auf dem anderen Auge und habt dann nicht ganz so deckweißmäßig auf dem Auge. Gefällt mir sogar fast noch besser. Wir schauen aber, wie sich das Ganze natürlich verhält. Ich nehme jetzt hier mal einen Schwamm und gehe einfach kurz ein bisschen rüber. Ja, und dann wird das Ganze auch sehr ebenmäßig und ihr habt einfach so eine perfekte Grundierung für den Lidschatten. Gefällt mir richtig gut und ich freue mich auch, dass die Marken mittlerweile, also die Essence und so und Love auch Kollektionen machen, weil eine Lidschattenpalette ist mega, aber wenn man verschiedene Produkte hat, dann hat man einfach so ein Kollektionsgefühl und es macht mehr Spaß, die Produkte irgendwie zusammen zu benutzen. Deswegen freue ich mich, dass diese Lidschattenbase damit dabei ist und sie ist sehr, 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 sehr schön. Jetzt, Freunde, wird spannend. Ich starte mit einem sehr, 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 sehr kleinen Pinsel und wir gehen offensichtlich in diese Tealfarben, in diese dunklen Grün-Blautöne und ich starte mit diesem Ton hier. Gehe noch einmal hier lang und jetzt presse ich mir diesen Ton in die Lidfalte. Ich stempel mir die Farbe richtig auf, aber ich glaube, ihr seht schon, was für eine wunderschöne Farbe. Ich probiere die gerade so ein bisschen einzugrenzen, aber das ist so ein
ganz, 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 ganz dunkles Ocean Blue mit so einem Hauchgrün mit drin, was dann entweder je nachdem, was ihr tragt, blau oder beispielsweise grün, sich dadurch natürlich super gut anpasst. Ihr seht, mit so einem kleinen Pinsel kriege ich auch extrem viel Pigment mit drauf und kann das Ganze aber auch richtig schön aufbauen. Also die Lidschattenbase hält das Pigment extrem gut und ich habe keinen Fallout unterm Auge. Lässt sich gut aufhalten und ich bewerte jetzt natürlich auch gleich noch diese Lidschattenbase mit dazu. Hält das Pigment super, ohne dass es darunter fleckig wird. Das ist halt, also ich greife recht selten zu Lidschattenbases, weil ich oft das Problem dann damit hatte, dass die Lidschatten fleckig aufgenommen werden. Aber das ist jetzt hier nicht der Fall, wenn ihr auch natürlich gleich ordentlich arbeitet und bei so dunklen Tönen ist immer ein bisschen präziser, deswegen arbeite ich auch hier gerade mit einem sehr kleinen Pinsel. Aber es geht super, super gut. Ich nehme jetzt einen ganz, ganz kleinen Brush und gehe in diesen Ton hier rein und gebe mir den direkt an die Kante. Ihr werdet jetzt nicht viel davon sehen, weil der Pinsel so klein ist, aber ich erstmal dieses Blau ausgeblendet haben möchte an der Linie. Und dann muss man nicht mehr so ordentlich arbeiten. Aber auch hier, ich sehe die Farbe persönlich schon sehr, sehr gut. Und sie schmilzt richtig schön in den anderen Ton mit rein. Die Farbe hat ein bisschen Kickback, aber ganz ehrlich, ich sag's immer wieder und auch nicht nur in diesem Video, ihr kennt mich ja mittlerweile. Ich mache so ein paar Unterschiede bei Kickback und wie ist etwas pigmentiert und so, wenn der Preis einfach anders ist. Wenn jetzt eine Natasha Denona Lidschattenpalette 79 Euro kostet und das staubt wie die Sahara, Freunde, das möchte ich nicht, weil das Stauben ist Produktverschwendung. Und wenn etwas staubt und 80 Euro kostet, dann liegen am Ende der Nutzung bestimmt 10 Euro auf dem Boden im Staubsaugerbeutel. Bei 9 Euro für 18 Farben ist es okay. Und das ist jetzt nichts, wo man sagt, das ist zu viel. Es staubt ja nicht mal unterm Auge. Ich nehme mir jetzt einen etwas größeren Pinsel und mische diese Farbe mit der hellen hier vorne. Und gehe dann damit einfach hier rüber und habe damit dann jetzt meine hellste Farbe und ulala. Okay, sie ist da. Funktioniert richtig, richtig gut. Vorne bleibe ich ein bisschen heller und auch die hat extrem viel Bums. Also ihr seht, ne? Das ist. Ich frage mich, wie die Marken das machen. Ne? Also, ich weiß ja mittlerweile so ein bisschen, wie es funktioniert, wie man Produkte macht und wie man Produkte einkauft und so. Aber das kostet ja alles Geld. Aber wie kannst du es denn schaffen, eine Palette für. Was kostet das jetzt? 9,99 € zu machen, die dann aber auch abliefert. Ne? Ich habe nichts davon, diese Videos zu machen, außer dass ihr ein Video zum Gucken habt. Aber an sich habe ich nichts davon, wenn ich sage, die Sachen sind gut oder sind nicht gut. Jetzt habt ihr einfach mal gesehen, was man mit 9,99 € machen kann. Und that's on period. Das ist Drogerie. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ich nehme mir jetzt den Pinsel von eben und gehe hier in den Schwarzton rein, um das noch dunkler hier außen zu machen. Und jetzt nehmen wir uns die Lidschattenbase wieder. Ich habe extrem viel benutzt und ziehe mir hier die Cut Crease nach vorne. Ihr könntet das auch erst mit einem Q-Tip sauber machen, aber keine Zeit für. Ich glaube, es kommt gerade, ich weiß nicht, ob es rüberkommt, aber schaut euch das bitte an. Wie dunkel diese Lidschatten sind. Mache in der Zwischenzeit meine Base einmal rauf und dann geht's weiter. Und so sieht die Base einmal aus. Es sieht einfach gleich noch mal ganz anders aus. Ich nehme mir jetzt einen mehr oder weniger sauberen Pinsel und gehe ganz, 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 ganz leicht hier in dieses Blau noch mal, um hier die Kontur auszublenden. Das ist halt immer so ein bisschen der tricky Part, wenn man erst den Lidschatten und dann die Base macht, das dann wieder zu verbinden. Ich gehe jetzt erstmal meinen Finger in diesen oh, butterweichen grünen Ton. Sieht sehr, sehr schön aus. Der ist so ein bisschen wie so ein Topperton. Dann haben wir hier noch diesen blauen. Und den hellen. Ich glaube, das ist so ein Inner Corner Ton. Ich gehe jetzt erstmal mit meinem Finger hier. Ja, geil. Und presse mir den hier rauf. Hat einen super, super schönen Schimmer. Und mische so ein bisschen von dem Grün hier mit rein. Mega. Durch diese. Das Schöne bei diesen Flaky-Tönen ist, deswegen mag ich die so gerne. Die verbinden sich so ein bisschen immer unterschiedlich und sehen dann auf dem Auge auch sehr reflektierend aus. Und jetzt nehme ich mir einen flachen synthetischen Pinsel und gehe hier in den hellen blauen Ton rein und presse mir den hier vorne hin. Hat auf jeden Fall eine Deckkraft. Ist so ein zarter Schimmerton und hier seht ihr es ein bisschen besser. Mega. Damit gehe ich auch gleich ein Stückchen unter meine Augenbraue, verblend das Ganze, mach unten drauf und dann kommen wir zum Fazit.
Und das, Freunde, ist der fertige Look. Ich habe ein bisschen Lipgloss drauf gemacht, ein bisschen Lip Liner, aber können wir kurz. Ich glaube, wir müssen darüber nicht mehr viel reden, außer wie krass sind bitte diese Farben gewesen. Ich habe natürlich jetzt nur 5 Stück benutzt, aber ihr habt die Swatches gesehen. Die anderen sind auch gut. Die Schimmer sind fantastisch. Super, super, super creamy und schön zum Highlighten auch gemacht. Also wirklich ganz, ganz toll. Und das für 10 Euro sind ein paar Euro. Mit dem Gel, mit der Base vor allen Dingen hat das Ganze sehr, sehr gut funktioniert. Ich bin sehr begeistert gewesen und ich glaube, ihr habt das gemerkt. Ich nehme das Wort in den Mund. Das ist die geilste Essenspalette, die ich jemals gesehen habe. Mit Abstand von der Qualität her, vom Design her, die ganze Aufmachung sehr, sehr schön. Ich bin begeistert. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ich setze euch meinen Link unten rein. Ich habe keinen Code dafür. Es ist fantastisch. Vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid. Herzlichen Glückwunsch, Essence. Herzlichen Glückwunsch, Merve. Bis zum nächsten Mal.